Herzlich willkommen bei NacktmoTV. Heute geht's weiter mit Resident Evil 6. Ja, für uns war es nur eine Pinkelpause, für euch war es ein Tag. Ja, und wir sind gerade im komischen Vieh weggerannt. Die Geschichte sieht so aus, ich habe alle Waffen, naja, nicht mal alle Waffen durchladen können, das auch nicht komplett. Und das war's mit der Munition. Ja, die ist nicht mehr so viel hip, die ist nicht mehr so hip heute. Ja, aber hey. Sturmgewehr ist bei mir 0, ich habe ein Magazin und 9. So, hallo. Scheiße. Captain, die Zeit wird knapp, wir müssen weg! Kann das Ding nicht mit irgendwas anderem spielen? Schießen Sie! War da frei nicht durch? Ich glaube, du bist tot. Nee, du hast Scheiße gebaut. Warum ich? Weil der Captain geschrien hat, nicht Pierce. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich bin durch die Tür gerutscht. Dann hättest du nicht durch die Tür rutschen sollen. Ja toll, jetzt darf ich alle Knarren wieder durchladen, oder was? Aber die Tür geht zu, da musst du dich durchrutschen. Ja, ich war nach hinten. So eine Scheiße! Captain, weil sich die Tür müssen wir ja durch. Und weiter. Ich will verdammt sein, wenn ich. Oh, die Kamera, ne? Und bei dich. Durch. Alter, auf, Alter. Schnell. Was muss ich denn machen? Ach, Leertaste. Weil ich. Du jetzt schwer. Er macht nichts. Mach schon. Natürlich hält er eine Hydraulik geschlossene Tür, hält er einfach so, natürlich. Ja, das waren die Mutterinstinkte. Guter Plan. Also da klettert er hier wie so ein Mädchen, also ja, da Schlangensymbol. Darf man dafür auch noch Munition verschwenden? Das Vieh geht mir auf die Eier. Wir sind hier leichte Beute. Stimmt, wir müssen hier weg. Boah, geht es mir auf den Sack mit der Kamera, ey. Ein Atom-U-Boot? Oder zwei? Fünf. Aber das geht mir so auf die Eier mit dieser scheiß Kamerawechsel, ne? Ja, ja, mir auch. Wo sind die raus? Also irgendwie haben sie das Vier aus dem Ending 4 geklaut. Der tat weh. Ja, das war's wohl mit dem Schießen für mich. Ja, definitiv. Oh. Ich glaube, dein rechter Arm hat sich erledigt. Hoffentlich bin ich Linkshänder. Oh. Oh, nee. Ich befürchte, ich weiß, was er vorhat. Dumme Idee, dumme Idee. Ja gut, aber es ist ja nicht so, dass ich noch viele Chancen hätte, ne? Mit abgerissenen Arm und so. Ich krieg da mal hin. Ja, ich kann nichts machen. Ja, ich mach das schon, keine Sorge. Ich bin gleich da. Dumme Idee. Dumme Idee. Aber ich mach's trotzdem. Ja.
Überleg doch nicht so lange. Ich bin ja schon dabei, ich arbeite dran, mein Leben für dich zu opfern, okay? Danke. Bin ich ja mal höchst gespannt. Theoretisch müsste ich hier zum Schluss töten. Was haben Sie getan? Ich glaube, es ist tot. Ja, ist ja gut. Ich habe einen neuen Arm. Keine Munitionsprobleme mehr. Jetzt siehst du in der Fresse schlimmer aus als ich. Druckabweichung festgestellt. Türen werden verriegelt. Geh kacken. Druckregulierung wird ein. Druckablassung eingeleitet. Siehst du, gib doch einfach Weg. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Pierce, kämpfen Sie dagegen an. Behalten Sie die Kontrolle. Ah? Na, Junge, du Lutscher. Leg dich nicht mit mir an. Das scheint wenigstens weh zu tun. Oder was meinst du? Ja. Lad mal nach. Das Herz pumpert immer mehr. Ich regeneriere mich auch wieder von alleine. Super. Aber wenn ich normal schieße, verliere ich Lebensenergie. Au. Okay. Das Vieh mutiert doch nochmal. Du kannst mir sagen, was du ja, willst. Ja klar, mutiert es nochmal, aber jetzt habe ich es erstmal wieder versteinert. Also ich habe noch 4 Säuregranaten. Er lässt sich nicht abwimmeln. Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Kokon ist. Toll, das sagt er uns jetzt, ne? Mhm. Mach du mal. Ja, ich mach das schon. Wenigstens habe ich eine nützliche Mutation gekriegt. Ja, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich aufgeladen bin. Der muss wieder in Sichtweite kommen. Da hast du ihn. Dir ist aufgefallen, dass der so Dinger rausspuckt. Was spuckt der? So Explosionsdinger. Nö. Irgendwie haben wir vorbeigegangen. Du brauchst ja keine Munition mehr, ne? Was? Du brauchst ja keine Munition mehr, nicht? Nein, aber er hat mich gepackt, das ist nicht so gut.
Geh mal Munition sammeln. Aufstehen, Junge, aufstehen. Ja, klar, geh Munition sammeln. Du regenerierst doch, hast du gesagt. Ja, aber ich verbrauche auch jedes Mal Lebensenergie, wenn ich schieße. Was zum? Mach mal wieder Kokon. Vielleicht müssen wir da in den Nahkampf oder? Nö. Jetzt hat er nicht geschmeckt, glaube ich. Organisiert schon wieder. Was tut er? Er ist schon wieder im Kokon. Ja, aber da oben können wir nichts anfangen mit ihm. Oh, diese Explosionsdinger meinst du? Ja, ich glaube, jetzt habe ich langsam raus. Bin tot. Ich habe eins von seinen Herzdingern kaputt gemacht. Baller, komm mal hier hin. Ja, ich arbeite dran. Bitte warten, Dorf wird abgelöst. Na komm. Ach, fuck, Kampf, ey. Ist aber schon los, dass ich nicht deine Morphin-Fee bin, ne? Hast du noch ein grünes Spray oder irgendwas? Gehen. Eins noch, ne? Danach. Ja. Ich hab gar nichts mehr, ich hab gar keinen Zugriff mehr aufs Menü. Ja, super. Hab ihn trotzdem. Und trotzdem! Bitte schön. Ach, ich hab die Ehre. Ja. Trotzdem! Komm schon! Lassen, mach hin, weil ich bin tot. Ja, hier kommt dann aber dasselbe. Ich glaube, er hat gewonnen. Glaube ich nicht. Aber warum denn? Ich hab doch gemacht. Hast du irgendwas drücken müssen? Nö. Ich lag tot in der Ecke. Ach so, du warst betäubt oder was? Mhm. Ja, vielleicht ist das Problem. Vielleicht musst du irgendwas machen, während ich ihn so festhalte. Kann ich nicht, ich hatte kein Ziel gesehen, kein Nix. Ja, ich hab nur drücke Space die ganze Zeit. Drück mal, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich bin unterwegs. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ist das knapp, ist das knapp?
Haben wir's jetzt. Ja. Ja. Gut aus. Pierce, kommen Sie! Nicht aufgeben! Alles wird gut! Tut mir leid, Captain! Ich hab's für die BSAA getan. Für die Zukunft. Ich weiß, Sie sind ein Heldsoldat. Solange Sie... Headshot, Headshot, Headshot! Headshot! Wir kommen hier beide raus. Headshot! Headshot. Ich bin nur noch ganz gut drauf. Gehen wir. Headshot. Komm schon. Genau, lass ihn hinter dir herlaufen. Super Plan. Total geil. Den würde ich unbedingt im Rücken haben wollen. Die Türen werden entriegelt. Ich bringe sie da durch, Pierce. Haben Sie gehört? Ja, ich glaube mir erst, ich dich hier durchbringe. So sieht es nämlich aus. An alle Mitarbeiter, sofort evakuieren. Also hier ist Rennen angesagt, hä? Yep. Super gemacht, Baller. Ganz toll. Ja, ich wusste nicht, du bist auch stehen geblieben. Ach nee. Ah, wenigstens wird das Geheul nicht wieder anhören. Ich bringe Sie da durch, Pierce. Haben Sie gehört? Da bin ich ja mal gespannt, wie wir das machen. Ich glaube, die Dinger musst du kaputt machen. Ja, ich habe aber kein Ziel und gar nichts. Ich habe schon probiert. Vielleicht muss ich da einfach im Nahkampf hin, ne? Du musst da weiterlaufen, du darfst da nicht stehen bleiben. Ja, danke. Da bin ich gerade auch gerade verreckt. Ach, das ist wieder so eine schöne Stelle mit dem Booten. Hm. Nicht stehen bleiben. Ja, danke. Druckablassung abgeschlossen. Die Türen werden entriegelt. Ich bringe Sie da durch, Pierce. Haben Sie gehört? Ja, dann mach mal. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Bin ja schon dabei. Wasserdruck zu hoch. An alle Mitarbeiter sofort evakuieren. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Wasserdruck zu hoch. An alle Mitarbeiter sofort evakuieren. Du darfst nicht zu weit vorausrennen, glaube ich. Infrastruktur der Anlage gefährdet. Wasserdruck. Kommst du? Ich kann nach den Schüssen immer kurz nicht laufen. Auch noch? Ja. Ja, das zieht dann seine Lebensenergie. Ja, er kann nicht laufen, wenn er aufgeladen ist. Er kann nicht laufen, wenn er geschossen hat. Ja, hey, ich hab dir das Vieh gerade erledigt, ja? Vorgebrutzelt. Emma, was bist denn du für ein Mutant? Noch ein Junge. Warte mal, ich werd gleich größer. Verdammt. Gehen Sie! Mann, alles wird gut. Wir haben fast geschafft. Du bist ein Träumer. Brauchen wir nur ein bisschen Blut von Jake, oder? Mhm. Die Fluchtkapseln. Sehen Sie, wir sind hier gleich weg.
Du siehst scheiße aus. Ja, kleines Peeling, bisschen Sonnenbad. Komm schon. Endlich. Ich schmeiß dich jetzt da rein und seid raus. Wir hauen hier ab. Das ist ein Befehl! Nein. Piers! Wieso habe ich das Gefühl, ich sehe dich nochmal wieder? Wir haben ja vorhin gesagt, das wäre ein anderer Strang als das, was wir sonst benutzt haben. Vielleicht tue ich mich hier auch einfach stabilisieren. Mhm. Weil ich ja jetzt schon recht stabil war für den Virus selbst. Ja. Das Vieh geht mir auf die Nüsse. Ja. Muss man dich retten, ey. Ja, aber das Zeug, was du dir gespritzt hast, ist dasselbe, was der Typ sich bei Lian gespritzt hat. Was Ada ihm gespritzt hat, weißt du? Ja, aber er ist ja. Aber er war ja eigentlich auch recht stabil, er hat dann noch gewusst, was er macht. Der war von vornherein nicht ganz stabil. Ja, aber er hat gewusst, was er macht. Von dem her wäre es ja nicht so schlimm gewesen, wenn ich mich verwandelt hätte, wenn ich noch weiß, was ich mache und das kontrollieren kann. Genau, hier fliegt genau ein Helikopter lang. Richtig, genau. Wir haben gewusst, was wir hier machen. Müsste Lian sein. Wir haben doch den Heli geklaut. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Nein. So, Manni ist versaut. Ich bin tot. Aber ich habe ihn noch gerettet. Hier, eiskalt bin ich da. So sieht's aus. So, Jungs und Mädels, das war dann Chris und die BSA. Das nächste Mal geht's weiter mit Jake. Das ist der nette junge Mann, der hier Chris abknallen wollte, der mit Sherry rumrennt. Dann werde ich wahrscheinlich Sherry spielen. Naja, mal schauen. Bis dahin. Ihr kennt das Spielchen. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Und noch viel Spaß bei uns auf dem Channel. Servus. Jetzt sind wir allein wieder. Die Aufnahme gestartet. Sicherheitshalber. Wir haben neue Befehle. In Ordnung. Dann verlieren wir keine Zeit. Ja, Sir. Neues Frischfleisch zum Verschleißen bekommen. Mhm. Zum Thema Ruhestand.
Naja, das hat sich ja die. Ja, ich habe euch jetzt. Wir haben euch jetzt an mein Video noch das Outro drangehängt. Ja. Nachdem wir 5 Minuten versucht haben, die den Abspann zu überspringen. Hier mit. Ach, jetzt kann ich auch aus 8 Fähigkeiten wählen. Okay. Also, wie gesagt, nachdem wir hier versucht haben, diesen Abspann zu überspringen, das geht übrigens mit der Backspace-Taste, aber steht nirgendwo. Wir sehen uns in der nächsten Episode und tschüss. Ciao.